Hallo alle zusammen. Heute ist ein besonderer Tag. Wir haben in diesem Wohnkomplex einen Spezialauftrag, wo wir eine Glasscheibe mit 180 Kilo montieren müssen. Und diese muss nach ganz oben transportiert werden, weil die ja ziemlich groß ist und durchs Treppenhaus nicht passt und auch nicht durch den Aufzug, müssen wir die mit unserem Lift ziehen, mit dem Bau-Mini-Lift-Flipper. So, das machen wir jetzt hier gleich. Wollen Sie rein? So, die Jungs stehen hier schon und warten auf den Aufzug, ne? Ja. Da können wir ja gut mit dem Aufzug das Ding jetzt nach oben schaffen. Ja. Das passt ja hier. Wie dafür gemacht, ne? Geil, ne? So, jetzt stehen wir hier in der 7. Etage, müssen diese Scheibe hochziehen. Und dann stellen wir fest, dass die Markise hier im Weg ist. Die fährt runter, ist das, also. Die fährt runter. Schlechter. Das wird eher schlechter, als es besser wird. So, die Befürchtung haben sich bestätigt. Das passt nicht mit der Markise. Leider. Okay. Lass dir das müssen wir überlegen, ob wir die abbauen können oder ich weiß nicht, was wir machen. Ja. Auf jeden Fall muss die Scheibe irgendwie hoch, ne? Was sagst du dazu? Ja. Die Markise musste definitiv abgebaut werden. Okay, so viel steht fest. Und dieses Blech wird auch noch gleich abmontiert. Anders geht es leider nicht. Da oben müssen wir hin. Die Waffen stehen da, oder? Jetzt wird die schwere Scheibe erstmal zum Einsatzort transportiert. Scheint schwer zu sein. Na Jungs, was denkt ihr dazu? Wird das funktionieren? Oder wird, 100% ja. Oder wird das irgendwie scheitern? 100% was habt ihr so? Das Wort scheitern kennen wir nicht. Ja, ich kenne das auch nicht. Wir müssen die Wette gewinnen. Ja, wir gewinnen die Wette gegen Wind, gegen die Zeit. Gegen Raphael. Hey, nach vorne gehen! Wie sieht's aus? Ja, das will ich dich jetzt fragen. Alles heile? Ha? Alles heile? Bis jetzt ja. Check rein. Mach mal die Stützen. Ey, können wir die Stützen jetzt wegnehmen? Ja, mach mal die Stützen raus. Jetzt passiert wie gehen die raus? Drehst du hier ein bisschen zurück. Hätten wir die Hochkant gezogen. Und dann drückst du. Hätten wir die ist mir auch gerade erst eingefallen. Ja. Hochkant okay. Ist gefährlicher. Ja, ziemlich gefährliche Aktion. 7. Etage, 180 Kilo. Also, es war auch ziemlich windig, aber wir haben die mit dem Gurten zurückgehalten. Hat aber alles ganz gut funktioniert. Was sagst du dazu eigentlich? Ja, dazu. Was sagst du dazu? Ich hätte Pferd drin. Ich habe gewonnen. Ich dazu. Sag mal, du bist der große Hätten Mann. Wir den gehabt, bevor wir eingebaut haben, ja, wäre es 10-mal leichter gewesen und wäre ohne Probleme gewesen. Ja. Weißt du, wenn du komplett mit Rahmen ziehen kannst, dass wir jetzt so runterlassen können. Das stört uns jetzt, dass wir das runterlassen. Hätten wir das vorher gehabt, also optimale Sache auf jeden Fall. Nun, nächstes Mal wird anders. Nächstes Mal wird besser, dann weiß man, wie es auf jeden wie Fall es macht. Nun gut, aber ich denke, Aktion ich ist gelungen, ne? Alles klar. Fährt den Auto schon besser dran.
Nur pass auf, dass du nicht wehgetan hast.